bij de TFC Zibung. Leider der richtige Cup hat noch nicht geworden. Ich bin dreimal im Finale gestanden und habe leider alle verloren. Ich hoffe natürlich, dass es dieses Jahr klappt. Im Cup-Halbfinale 2007, auswärts gegen FC Zürich, gegen das FC Zürich, das wirklich dort der Meister geworden ist, eine unglaubliche Mannschaft hatte. Das war für uns natürlich ein riesiger Erfolg, dass wir dort gewinnen konnten. Und ich mag mich heute noch sehr, sehr gut an das Spiel oder vor allem an die letzte Phase des Spiels erinnern, wo der Inler einen Weitschuss macht, wo ich noch ein Parade zeigen konnte, die Mannschaft im Spiel behalten konnte. Und dann auch nachher mein langer Abschlag, wo der Steve von Bergen zwar das Kopfballduell gewinnt, aber der Ball genau ein paar Kilometer vor die Füße geht. Und auch der eine Vorleib in die Angel hält. Das ist, die Szene vergisst man nie. Und die Stimmung, damals im Stadion, es war zwar im Hardturm, wir haben gegen den FC Zürich gespielt, extrem viele Luzern-Fans aber auch im Stadion gewesen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn ich an dem Moment, wo wir das Halbfinale oder wo der Schiedsrichter endlich abpfiffen hat. Das war ein super Gefühl. Und ja, ich hoffe, es wird das ähnlich sein. Vielleicht dürfen wir mir jetzt sagen, ich bin ein bisschen ein Göppel, aber für mich, der richtige Göppel hat irgendwann den Köbel in der Hand. Und da habe ich leider Gottes noch nicht gehabt. Und da möchte ich unbedingt in meiner Karriere noch irgendwann in der Hand haben. Und zwar nach einem gewonnenen Finale und nicht einfach so, wenn ich an dem irgendwo im Museum vorbeilaufe.